Magritte ist ein, für meine Begriffe ein sehr spezieller, aber auch sehr typischer Bewohner von Brüssel, weil er das Schräge, das Ungewöhnliche des Brüsseler Bürgers vollkommen verkörpert. Nicht nur in seinen Werken, sondern auch in dem Leben, das er geführt hat. Es ist sowohl antibürgerlich und spießbürgerlich, wie man es in dieser Mischung nur hier in Brüssel findet, in Brüssel findet. Und deswegen ist Magritte mehr als das Mannequin Piss ein Wahrzeichen von Brüssel, wie ich finde. Es wird für Ausländer sehr viel Neues bringen, weil Ausländer sich nicht darüber im Klaren sind, was sie vom Brüsseler Bürger oder vom Leben in Brüssel zu erwarten haben. Aber über den Umweg Magritte werden sie sehr, sehr schnell dahin kommen, das Spezielle an Brüssel, am Leben in Brüssel und an den Menschen in Brüssel zu entdecken. Und das wird für die Stadt nur von Vorteil sein, weil Magritte ein vorzüglicher Repräsentant des Brüsseler Savoir-Vivre ist. Mhm. Auch wenn er nicht unbedingt mondän ist und wenn er nicht unbedingt kosmopolitisch ist, aber er ist ein hervorragender Vertreter des speziellen Brüsseler Way of Life. Und Ausländer werden das über Magritte sehr zu schätzen wissen. Dankeschön. Danke.